Jeder hat ja so einen Prominenten, den er gerne mal kennenlernen würde, ne? Und das ist ja bei den Zwieners auch so wahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Und wir hätten ja so ziemlich alles da gehabt für die Zwieners. Geili Kylie. Kylie Minogue. Das ist die Konkurrenz zur Uta Zwiener. Genau, das hätten die Uta niemals zugelassen. Niemals. So sind Frauen. Dann haben wir überlegt, George Clooney. Ich hatte ihn auch schon am Apparat. Ja. Hat er aufgelegt? Brauchen wir nicht. Weil ich gesagt, mir ja und ich nein. Ich bin ja da. Nein. Brauchen wir nicht. Du hast den Matthias. Ich bin da. Es wäre dir auch nicht so recht gewesen, ne? Obwohl der George hier auf der Couch. Doch, ich mag ihn. Doch, klasse. Doch. Hätte uns gefallen. Bisschen Tina. Musik. Tina Turner. Tina. Schön, Turner. Oder? Das ist auch Konkurrenz. Die Zwieners wollten was Handfestes. Aha. Die wollten einen, der alles kann. 2 Zentner bringt er auf die Waage. Er hat eine interessante Gesichtsbehaarung. Da muss ich ihn unbedingt fragen, wie er die wäscht, pflegt, föhnt. Was fällt mir noch zu ihm ein? Er kann tanzen, hat er letztes Jahr bewiesen. Ja, ich sag mal Stichwort Mozzi Mabuse. Und hier ist er. Ach, wie Mensch. Du gehst. Warte mal, ich hab grad zu tun. Okay. Also. Ich muss immer muss ich gehen. Dabei sind Sie nicht mal verheiratet, oder? Nein, das soll auch so bleiben. Und wir wohnen zusammen, das muss reichen. Okay. Wir wohnen. Yippie! Guten Tag, komm rein. Das mal Hand. Sagen wir Sie oder du? Ja, sagen du. Du bist ja noch ein ganz junger. Achim, schön, dass du gekommen bist. Du bist ja jemand, den kennt man ja generell in ganz Deutschland als jemand, der alles kann. Ja, gibt es denn hier kein großes Hallo, wenn Achim kommt? Hallo! Ja. Die Zwieners möchten, dass